Und hier geht's wieder weiter. Ich habe 3 Tage nicht aufnehmen können. Und ich muss kurz mal mein Team checken. Also ist jetzt lieber Picker ziemlich weit nach hinten. Und nein, nicht Radi. Was mache ich wieder für einen kranken Mist? So, King and Queen. Ich weiß, mein Team ist nicht gerade effektiv gegen diese Arena, aber trotzdem. Und ich tue jetzt nicht so, als wenn ich ein Noob wäre oder so. Ich bin jetzt eher mehr profihaft. Und meine Kommentare sind hin und wieder mal echt bekloppt, um es so zu nennen. Ein Dickter. Ein Wohntyp. Und es ist 2 Level-Checker als wir. Na, das kann ja Spaß machen. Aber sowas von. Und natürlich müssen die Dinger immer verflixt nochmal schnell sein. Mit Quit! Yeah, der erste kam nun wieder Quit. So wie am Start. Nur damit der Gegner Quit hatte. Ja. Verflucht nochmal, Dickter! Ich hasse dich. Also bin ich ein bisschen schneller als du. Mit Quit! Und ich gebe mir die Herrscher auf den Geist mit den Quits. Level 10! Und ein Sondern. Und die sind leider ziemlich ausdauernd, aber was soll's? Ich spiele gerne auf Risiko. Und jetzt, man sieht man ja schon. Alter Scholli! Ja, wir brauchen 1 unserer 5 Tränke. 4 KP sind übrig geblieben, bla bla bla. Und ich wollte unsere Genauigkeit senken und ich wollte wieder Quark machen. Aber das lasse ich gerne so. Und ich brauche jetzt dringend Quit. Ja, eindeutig Quit. Weil wieso kann sie weitergehen, weil das Sahnmann uns sowieso quittet. Und wir müssen an dem treffen. Kein Wunder, 2 Sandwirbel. Radfratz. Alter Quitter. Ich glaube, wir hatten wirklich in jeder Folge mindestens 2 Quits. Ey, das ist unnormal. Und ich denke mal kurz, sie verteilen mit Silberblick. Ja, King, ich bin gerade so ein Ausdauertyp. Aber was soll's? So. Eieiei. Ich weiß, ich quäle King damit ganz schön, aber damit muss es aushalten. Und wir versteuern wieder einen Trank. Und Radi muss es natürlich versauen. Wie immer muss dein Normal-Pokémon uns quälen. Und man sieht mal, was, naja, anrichten kann. Aber trotzdem, das ist irgendwie zu wenig. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen trainieren. Ehrlich, jetzt wirklich trainieren. Weil, wenn wir so gegen den Arena-Leitern treten. Alter. Und ich will jetzt nicht dauernd das Wort sagen, was ich gerade gesagt habe. Also, Alter. Ihr müsst quälen zu sehen, wie ich schleiche zum Pokémon-Center. Weil gerade hier ermordet worden ist. Und ich muss natürlich wieder die knutschen. Knutattacke mit Pokémon Center. Na, Halleluja. Und dieser Ton ist wirklich nichts Neues. Die erste Arena ist immer, naja, hart. Okay, ein bisschen sehr hart. Und ich drücke eindeutig zu viel. Ja. Deshalb habe ich Schwester Soll nochmal angesprochen. Und was? Und ich bin so frech und werde gleich mal kurz ein bisschen stoppen. Dann freut er sich auf den kleinen Stopp. Hahaha, bin ich böse. Na dann, jetzt geht's ab. Yeah, da bin ich wieder. Und das Spiel stoppt gerne mal, wenn ich kurz, naja, die Aufnahme gestoppt habe. So, jetzt geht's wieder weiter. Ich habe ein bisschen trainiert. Das Resultat seht ihr hier. Alle habe ich bis Level 10 trainiert. Sicher ist sicher. Und naja, jetzt geht's eben weiter. Und das ist der Arena-Leiter von Marmoria City. Rocco, der allseits bekannte und felsenfeste Typ. Der mit seinem Gesteins-Pokémon mich immer total nervt. Besonders wenn ich kein Pokémon gegen ihn habe.
von dem Typ her. Und damals sind Fahrer noch. Naja. Damals sah sein Kleinstein echt noch bekloppt aus. Um es noch freundlich auszudrücken. Und das ist 100% ätzend. Und das ist sowieso ätzend. Und Radhi musste gleich untergehen. Naja. Wenigstens hat er ein bisschen durchgehalten. Eieiei. Arena-Leiterkampf ist nicht episch, sondern zerstörerisch. Zerstörerisch. So. Und dann haben wir das erste Gestein-Pokémon fast gekillt. Hey. Ich hätte doch lieber... Ich werde hier nicht auf Neustart machen oder so. Nein. Ich mache hier so, wie es sieht. Außer damit ich V-Rocco kurz gespeichert habe. Und was wird die gerade? Und dann ist es echt ein nerviges Pokémon. Besonders mit seinem Tackle. Tackle ist böse. Tackle ist grausam. Und Geduld. Deshalb habe ich so schön Heuer benutzt. Jetzt denken wir schön den Angriff. Weiter. Ja, und es geht dann ziemlich auf den Keks, wenn da mal jemand an die Ohren voll heult. Heul, heul, heul. Und ich habe gar nicht mitgezählt. Und es hat echt eine Geduldsträhne. Und Queen schreit echt einen regelrecht an. So, ich muss mal kurz gucken. Gut. Glumanda kann auch nur heulen. Ist ja schön. Pika kann einen... Und Pika hat noch eine Attacke erlernt. Donnerwelle. Und jetzt kann auch nur heulen. Pika 100% heulen. Ich hab nur Heuler. Und da könnte jetzt ein Fehler sein. Autsch, das war ein Fehler. Und ihr müsst den super ätzenden Kampf sehen. Oh nein. So. Und ich müsste jetzt mal kurz ein bisschen speichern. Energie. Ja, Feier kommt zurück. TP war geteilt. Und erzeugt Energie. Ja, durch meinen Fehler und Kratzer. Und es tackelt. Und wir sehen, es gibt weniger Schaden ab. Und jetzt... Oh, jetzt kriege ich das. Meine Ohren. Autsch. Ein Quid zieht trotzdem super wenig ab. Ich... Au. Meine Ohren. Ich wechsle mal kurz das Pokémon. Aber trotzdem tut es ganz schön enorm weh. Okay, ich wechsle mehr. Und das ist echt... Heulen. Ich wollte doch... Ne? Ich wollte dort nicht... Das ist so verrückt werden. Jetzt kriege ich uns die ganze Zeit die Ohren voll. Na klasse. Ich würde euch echt nicht belassen, wenn ich es könnte, aber... Nö, ich lasse euch mitquälen. Wenn ich leihen muss, dann müsst ihr auch leihen. Und Feuer bringt nicht viel, aber dafür Verbrennung. Burn! Hyperheiler, jetzt schon. Ja, da sieht man es wieder. Und ein schönen Quit. Nein! Zum Teufel nochmal. So. Oh shit, ich habe nicht aufgepasst. Und jetzt... Auch... Nee. Oder? Feier, überstehst du's? Feier, überstehst. Und... Yeah, da sieht man's wieder. Ist jetzt mit deinem Team, was eigentlich...
nicht gerade das Stärkste ist für diesen Start. Plus, nämlich im Nachteil von Rocco ist, im Prinzip. Rocco hat bis jetzt nur Boden- und Gestein-Pokémon haben. Rocco hatte bis jetzt nur Boden- und Gestein-Pokémon. Und, naja. Da war schon wieder dieses olle Wort. Und Blitz kann man verwenden, aber ich benutze nie Blitz. Ich bin eben zu ein, ich bin Hogwarts uns natürlich Geduld gegeben und ich wechsle natürlich das Thema. Und hoffentlich stört es euch nicht. Und ich glaube, damit böse Kommentare kommen, wenn ich meine Folgen reinstelle. Bis jetzt sind die noch nicht reingestellt. Aber trotzdem, ich bin böse. Böse und, mit zwei Pokémon, die abgelost haben. Und ich werde noch was tun. Und das werde ich jetzt gleich tun. Pika, ein bisschen Training für dich. Wir brauchen dich, besonders bei deiner nächsten Arena. Und ich kenne die. Sehr gut. Tja, ich könnte sagen, was ich als nächstes erzählen könnte, aber... Nee, ich lasse es. Und außerdem... Nämlich... Wenn ich so bei Feuerrotblatt Grün bin... Die Edition, dann... Dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ich als dazu nehmen könnte. Aber die ziemlich früh im Team sind, auf Tauchung plus nehme ich, damit ich so gut reinstopfen kann im Team. Und, du kannst sogar Team sein vom gleichen Typ. Mir macht das nichts aus. Ja, das. Und Pikachu gegen Taubsi. Pika sollte trainiert werden und Taubsi kommt. Taubsi soll gekriegt werden. Oh, jetzt habe ich Lust, Feuer reinzustecken und jetzt zu verbrennen. Dann gibt's schönes Brathühnchen. Lecker. Obwohl ich persönlich das nicht esse, aber in Gedanken, lecker. Und wenn die Feuerei weiter so geht, mache ich gleich eine Umstellung in den Kampfstil. Das nervt mich immer wieder. Seitdem ich Nutzlock gemacht habe, was andere als Nasslock bezeichnen. Und Pika muss natürlich Taubsi nicht killen, sondern an ihm treffen. Ist ja kein Zielwasser getrunken. Okay, jetzt hat Zielwasser getrunken. In Volltreffer-Style. Und als ich schon getrainiert habe, kommt natürlich auch Volltreffer, wie immer. Und das war meine zweite... Was sollte das gerade? Ich habe mich gerade echt verdrückt. Und wie sieht's aus? Pika? Ja, wie gewinne ich weiter? Und ich stelle bei Option ein. Texttempo. Das stelle ich an. Kampfanimation natürlich. Kampfstil. Bei Nutzlock. Bei folgend. Und ich habe mich daran gewöhnt, auf Folgen zu machen. Teilweise. Und der soll angeblich aus dem Patania-Wald sein. Aber trotzdem, böser Klon. Mit einem Raupi. Level 10. Jetzt haben wir echt Lust. Nein, ich sag nichts, worauf ich Lust habe die ganze Zeit. Nee. Das lasse ich lieber. Und Raupi nervt. Pika quitt mal ein bisschen. Quitt ist immer gut. Besonders. Damit du stärker wirst. Wir müssen dich schnell hochbringen. Nämlich wegen der nächsten Arena. Und die brauchen wir. Und ich hasse diesen Ton. Also stopfen wir mal einen schönen Trank in das Gesicht von Pikachu. Und Honio machst du, damit wir etwas langsamer sind. Aber trotzdem sind wir schnell genug. Dann ist, weil wir Level aufgestiegen sind. Und wir sind nicht vergiftet. Und ich sag nur Juhu. Und ich erzähl wieder totalen Schwachsinn. Nach dem Kampf werde ich den Part erstmal beenden. Oder? Ja, ich werde ihn beenden. Dann ist meine Folge nicht 15 Minuten lang. Wenn ich es in diesem Jahrhundert noch schaffe. Was ich natürlich hinbekomme. Na dann, sehen wir uns wieder, wenn wir, so sind.
Na dann, tschüssi. Bis gleich.